Willkommen zurück zu Folge 3 beim FC St. Pauli im Football Manager 2024. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich auf diese dritte Folge, muss ich sagen. Und der Inhalt dieser dritten Folge soll natürlich das zweite Testspiel sein. Und wir werden nochmal auf unsere Mannschaft schauen. Ja, ich habe gesehen, wir haben wirklich zu viele Spieler hier in der ersten Mannschaft. Und wir müssen auf jeden Fall am Kader nochmal ein bisschen was machen. Den einen oder anderen nochmal in die zweite verschieben, vielleicht von der zweiten nochmal in die erste verschieben. Dann gucken wir auch nochmal auf Transfers. Ja, Transferbudget ist ja auch ein bisschen was da, ne? Jetzt nicht ganz so viel, aber vielleicht können wir da noch was machen. Das soll auf jeden Fall die Folge hier füllen. Und ja, nächstes Spiel gegen Las Palmas in 3 Tagen. Das zweite Testspiel, und ich habe schon mal hier die Mannschaft für das zweite Testspiel aufgestellt. Wir wollen natürlich das zweite Testspiel komplett anders bestreiten wie das erste. Deswegen haben wir überwiegend fast die ganze Mannschaft ausgetauscht. So die beste Elf aufgestellt, die wir aktuell haben. Dann erwarte ich mir gegen Las Palmas auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel wie im ersten Test. So, hier haben wir nochmal die Nachanalyse zum Spiel. Ja, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Von Knebel bestätigt Wechsel zu Los Angeles. Das ist gut, dass wir den noch verkauft haben für 4K, ne? Von Knebel hat den Vertrag unterschrieben und würde damit den Verein Richtung Los Angeles verlassen. Er ist froh, St. Pauli zu verlassen, nachdem er auf die Transferliste gesetzt worden ist. Kann nun abgeschlossen werden. Ja, ist okay, ne? Akzeptieren. Dann haben wir das Ding hier erledigt. Und von Knebel ist zufrieden und wir sind auch zufrieden. Und auch der Transfer von Julian Ulbricht wird über die Bühne gehen. Ja, für 6.000 akzeptieren wir auch. Der wird zu den Würzburger Kickers gehen an dieser Stelle. Wir haben ein bisschen Geld in die Kassen gespült bekommen. Ja, und deswegen werden wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Und die Frage, die wir uns auch noch stellen müssen, es laufen wirklich einige Verträge hier aus. Wie man das hier gut sehen kann, Yannis Turchan endet der Vertrag am 30.06.24. Auch Nikola Vassili hat nur noch ein Jahr Vertrag. So wie Marcel Hartl, der auch nur noch ein Jahr Vertrag hat. Etienne Amenjidou, alles wichtige Spieler hier für uns. Lars Ritzka, Sven Mende, Zvigala, nur noch ein Jahr Vertrag. Li Gwang-in, nur noch ein Jahr Vertrag. Adam, ich glaube, der wird uns ja noch verlassen. Nee, oder auch nicht. Ich mich gerade vertan. Matt Keife, okay, der hat nur bis 25 Vertrag. Aber es sind trotzdem einige Top-Spieler, die hier nur noch ein Jahr Vertrag haben. Da müssen wir schauen, dass wir die schnell verlängert bekommen. Ist auch noch was, worum wir uns auf jeden Fall kümmern müssen. So, Posteingang, was haben wir jetzt hier noch? Kickers haben Ulbricht verpflichtet. Gut, Scout-Bericht über Las Palmas. Ich habe Ihnen, wie gewünscht, eine Zusammenfassung des Berichts von Hasun über Las Palmas angehängt. Vollständigen Scout-Bericht. Die Exzentrizität dieser Torhüter ist insgesamt gering. Alex Suarez ist gut auf der rechten Verteidigerseite. Okay, Kopfballtechnik gehört generell nicht zu den Stärken des Kaders. Tackling gehört generell nicht zu den Stärken des Kaders. Ja gut, dann sind sie auf jeden Fall im Tackling schwach, was das angeht. Also in Zweikämpfen, wie ich das hier sehe. Und die Kopfballtechnik ist auch nicht so gut. Verteidigung, ich denke mal, die können wir auf jeden Fall knacken. Ne? Spielvorbereitung, alles gut. Ansonsten haben wir auch nichts mehr hier im Posteingang. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir das zweite Testspiel jetzt hinter uns bringen und dass wir dann endlich auch in die Saison starten. Ratschläge zur Aufstellung, die nehmen wir diesmal nicht an, weil ich möchte jetzt einfach selbst die Mannschaft mal aufstellen. Verfügbare Spieler der ersten Mannschaft für das St. Pauli 2 Spiel. Müssen wir da irgendwas bestätigen? Ne, eigentlich nicht, ne? So, U19 Spieltagsüberschneidung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Spieler, die Sie für das Spiel gegen Las Palmas einsetzen wollen, noch heute aus der U19 in die erste Mannschaft herüberziehen müssen. Saisonvorschau Magdeburg. Saisonvorschau Magdeburg? Wieso Magdeburg? Der folgende Artikel könnte für Sie interessant sein. Aber gegen die müssen wir doch gar nicht. Gegen wen? Also wann müssen wir denn gegen Magdeburg heran? Terminplaner? Am 27.08. Das ist noch ein paar Wochen hin auf jeden Fall, ne? Wir haben einen neuen Co-Trainer am Start. Sören Osterland kommt. Osterland schließt Transfer zum FC St. Pauli ab. Ist seit 14 Jahren im Geschäft und hat unter anderem bei Leipzig und Paderborn gearbeitet. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache hier, ne? 37 Jahre alt. Nicht schlecht, um Empfehlung für Spielerverpflichtungen bitten. Nö, das ist okay. In Vorbereitung auf die anstehende Transferperiode haben wir ein Meeting der Transferabteilung arrangiert, um unsere Strategie abzustimmen. Tagesordnung, Kaderplaner, Spielerstatus, Scouting-Fokus einstellen. Ja, da gehen wir mal hin, ne? Zur Besprechung gehen. Für diese Position sind derzeit keine Scouting-Fokusse festgelegt. Stammtorhüter. Gut.
Analyse von Peter Nemeth, keine Probleme mit Spielern. Junge Talente, in unseren Jugendmannschaften gibt es keine herausragenden Spieler, die wir für diese Position ins Auge fassen sollten. Spieler auf Ausfallliste. So, und da kommen wir schon zu den auslaufenden Verträgen. Ne? Da können wir hier schon Etienne Amenido, den würde ich auf jeden Fall gerne verlängern. 25 neue Vertragsgespräche terminieren. Ja, ist mir schon wichtig, dass wir das bei ihm auf jeden Fall machen. Bei Adam bin ich mir eher weniger sicher. 18 Jahre jung ist natürlich noch ein junges Talent, aber den würde ich eigentlich erstmal noch nicht verlängern. Zwigala natürlich auch ein Spieler, mit dem wir verlängern wollen, genau wie Hartl. Bei ihm bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, der Südkoreaner. Da warten wir auch noch mal. Sven Mende, genau das gleiche. Baritska, Vertragsgespräche führen auf jeden Fall. Jannis Turcan ist ein Linksverteidiger, der ganz gute Werte eigentlich schon mit sich bringt, muss ich sagen. Das nah an der ersten Mannschaft ist. Ach so, ist der noch gar nicht in der ersten Mannschaft? Ich dachte, der wäre in der ersten Mannschaft schon. Da müssen wir gleich noch mal gucken. Aber den würde ich schon auch gerne verlängern wollen. Und Nikola Vasili auf jeden Fall auch, ne? 27, der Bosnier. Guter Rückhalt für uns im Tor natürlich. Auch Vertragsgespräche führen. Spielerstatus. Was haben wir hier? Adam auf die Leihliste setzen, da er mehr Spielzeit benötigt, um sein Potenzial auszuschöpfen. Ja, machen wir. Lee auf die Leihliste setzen, könnte man eigentlich auch machen, ne? Und Turcan, nee, den möchte ich eigentlich nicht auf die Leihliste setzen. Den würde ich schon gerne in die erste Mannschaft packen, aber der ist in der ersten Mannschaft. Weil da steht, in den Kader von St. Pauli 2 verschieben. Ich meine doch, dass ich den schon in der ersten Mannschaft habe. Den wollen wir verlängern und den wollen wir auch innerhalb der Saison mehr einsetzen. Ne? Scouting-Fokusse, zwei Vorschläge von Mitarbeitern. OM und Torhüter. Auf dieser Position sind wir aktuell schwach besetzt. Okay, machen wir. Es gibt aktuell nicht genug Torhüter im Kader. Also wir haben auf jeden Fall zwei starke Torhüter. Und dann eigentlich einen dritten Torhüter reicht eigentlich, wenn wir da einen Jungen hochziehen. Ne? Das würde ich eher nicht bevorzugen hier. Wir haben aktuell zu wenige Torhüter im Verein und sollten daher einen Scouting-Fokus auf Torhüter einrichten. Danke für den Ratschlag, aber ich verbleibe bei meinem aktuellen Fokus. Genau, abgelehnt. Meeting beenden, dann sind wir hier auch durch. Neue Verträge anbieten. Genau, es ist mir wichtig, dass wir mit diesen Leistungsträgern hier auf jeden Fall schnell verlängern. Ja? Amenido finde ich wichtig, sollten wir auf jeden Fall machen. Vertragsbeginn, Ende der Saison. Ich würde trotzdem, ja, Rotationsspieler drin lassen, auf jeden Fall. Das hätte mein Klient gerne in diesen Vorgesprächen garantiert, ehe er in die eigentlichen Vertragsverhandlungen eintritt. Spieler zum Vizekapitän machen. Eigentlich eher weniger, ne? Das machen wir weg. So, Versprechen vorschlagen. Wäre in der Phase gerne bereit, zu Vertragsgesprächen überzugehen. Wir hören uns aber auch gerne weitere Anreize an, um ihr Angebot interessanter zu gestalten. Er würde das Angebot noch attraktiver finden, wenn der neue Vertrag sofort in Kraft treten würde. Aber er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag, von daher gibt es keinen Grund, dass wir jetzt sofort den neuen Vertrag unterzeichnen. Für jetzt sofort, also erst 2024 anstatt jetzt. So, und da werden wir es uns ein bisschen einfacher machen. Bornemann bitten, Angebot vorzuschlagen. So, dann haben wir ein Gehalt von 8,25.000, 20.000 Beratergebühr, Vertragslänge bis 26, 2 Jahre. Ja, wir könnten ihn schon auch 3 Jahre geben eigentlich, ne? Prämien lassen wir erstmal so verhandeln. So, Ihr Einstiegsangebot ist zu weit von den Forderungen meines Klienten entfernt, um so weiter verhandeln zu können. Legen Sie mir bitte also ein ordentliches Angebot vor oder wir beenden das Ganze hier. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Gehalt, ne? Gehen wir überall ein bisschen hoch hier, dass die Seite da auch zufrieden ist. So, jetzt ist das auch in Ordnung, ne? Wir werden das Angebot ein paar Tage überdenken und dann auf Sie zurückkommen. Okay, Vertrag abschließen, beenden. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen lange, ne? Zwigala mit Berater besprechen. So, wir wollen Zwigala sehr gerne halten und würden gerne wissen, was für eine Übereinkunft nötig wäre, interessiert. Ach so, das ist nur, dass der Co-Trainer da nochmal seine Meinung abgibt, ne? Gut, wir müssen die Vertragsverhandlungen alle machen hier. Versprechen geben, Vertrag verhandeln. Hier gehen wir überall auch ein bisschen höher verhandeln und da sind wir gleich zu einem Abschluss gekommen. Klient ist über die Verhandlungen sehr erfreut und es scheint, dass alle mit dieser Lösung einverstanden sind. Gut, wir dann nochmal ein paar Tage überdenken, aber ich denke, das passt dann auch. So, Marcel Hartl. Klient ist derzeit nicht an Vertragsverhandlungen mit ihrem Verein interessiert. Da sein Vertragsende kurz bevorsteht, sondiert er seine Optionen für die Zukunft. Oh, schade. Das wäre auch schon ein bisschen bitter, ne? Wenn er uns verlassen würde, weil er wirklich ein Leistungsträger auch von uns ist. Müssen wir im Auge behalten, ne? Leider möchte er nicht in die Vertragsgespräche einsteigen. Gut, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann haben wir noch Ritzka, 25. Ah, die sind direkt glücklich hier, was wir denen vorgeschlagen haben, ne?
Ich würde es erstmal so probieren. Das passt doch erstmal. Sobald mein Klient eine Entscheidung getroffen hat, werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sehr gut. Turchan, habe ich gesagt, möchte ich gerne auch verlängern. Ach so, jetzt haben wir das so gemacht, dass die Verträge direkt in Kraft treten, ne? Ja gut, ist jetzt nicht ganz so wild. Ist jetzt nicht ganz so wild. Das passt auch, okay. Und Nikola Vasili, unser Torhüter. Ja, dann machen wir es jetzt auch direkt, ne? Ich merke, dass sie schnell zu einem Abschluss kommen möchten. Ja, na klar. Ist schon auch wichtig, ne? Bornemann bitten, Angebot vorzuschlagen. Gehen wir noch ein bisschen höher hier. 3 Jahre ist gut. Sollte passen, oder? Dies ist ein enttäuschender Start in die Verhandlungen. Da muss noch einiges kommen, um eine Einigung zu erzielen. Also da müssen wir ein bisschen mehr bieten, ne? So, jetzt ist es okay. Mein Klient ist über die Verhandlungen erfreut und es scheint, dass alle mit dieser Lösung einverstanden sind. Gut, Vertrag abschließen. Dann haben wir das auch beendet erstmal. Mit Hartl, das werden wir im Auge behalten. Ich hoffe, dass wir ihn doch nochmal zu einer Verlängerung überreden können, ne? So, Fitnesstests. Jackson Irvine ist ja aktuell verletzt. Wie lange ist der noch verletzt? 5 bis 11 Tage. Hoffe, dass er schnell zurückkommt. Ist auch einer der besten, ja, Mittelfeldspieler, die wir haben. Sehr starke Werte, ja. Mental unglaublich stark. Passspiel, Kopfballtechnik, Tackling. Ist einfach ein richtig starker Spieler, der Australier. Ich hoffe, dass er zu Saisonbeginn fit wird, dass wir ihn dann auch direkt einsetzen können, ne? Das ist wichtig für uns. Gut, dann sind wir erstmal bereit für das nächste Testspiel. Wir gehen rein in die Teamauswahl zum Spiel und dann sind wir gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Wichtige Reaktionen. Saliakis denkt, dass die Teamanweisungen gut zum Niveau im Bereich Ausdauer passen. Smith erfreut darüber, dass ihm die Teamanweisungen eine Führungsrolle in der Mannschaft einräumen. Er ist noch verärgert, denkt, seine Anweisungen und bestimmte Eigenschaften passen nicht zueinander. Eggestein denkt, dass die Anweisungen nicht gut zum Niveau im Bereich Mut passen. Gut, wir werden sehen, wie wir uns hier schlagen, ne? Wir wollen auf jeden Fall natürlich eine andere Leistung zeigen, wie im ersten Test. Das ist ganz klar, das haben wir ja schon gesagt. Las Palmas, glaube ich, auch nicht ganz so leicht zu bespielen, aber ja, wir müssen schon eine Reaktion hier zeigen, ne? So, hier kann man die Aufstellungen sehen. Wir gehen erstmal in die Kabine und machen die Ansprache. Geht da raus und zeigt mir, was ihr drauf habt. Es gibt noch Plätze zu vergeben. Beeindruckt mich. Eigentlich gibt es keine Plätze zu vergeben, ne? Also so wie wir jetzt spielen, das ist eigentlich schon wirklich so die erste Elf. Da kommen noch ein, zwei Spieler zurück. Wir sind aus gutem Grund Favorit. Geht da raus und sorgt dafür, dass sich keiner fragt, warum das so ist. Ich sage jetzt einfach wirklich mal, geht da raus, habt Spaß und zeigt, was ihr drauf habt. Spielvorschau, wir gehen rein. Ich habe zum ersten Test die Musik hier ein bisschen runtergedreht, weil man mich kaum verstanden hat. An dieser Stelle ein großes Sorry nochmal dafür. Wie gesagt, hier die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Wir gehen rein, überspringen das Ganze hier und dann haben wir hier den Anstoß. Wir spielen von links nach rechts in den schwarzen Trikots. Ja, der erste Einwurf hier nach einer Minute. Alex Suarez. Coco. Las Palmas jetzt über rechts. Ritzka gut aufgepasst. Spielt zurück zu Nemes. So, jetzt mal Neuaufbau von uns. Saad jetzt am Ball. Gut gesehen auf Hartl. Immer noch Hartl. Passt auf Sinani. Und jetzt ist Halbzeit. Mit diesem 3-0 gehen wir in die Halbzeitpause. Und wir können sehr, sehr zufrieden sein mit dem Spielverlauf hier. Also wirklich. Wir hatten viele Schüsse aufs Tor, da bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden mit eurer Leistung heute. Ich bin alles andere zufrieden. Ich bin schon zufrieden, ne? Ich bin zufrieden. Wir hatten massenhaft Chancen und das zeigt sich auch auf der Anzeigetafel. Das waren großartige 45 Minuten. Ihr habt sie an die Wand gespielt. Ja, und hier kann man auch sehen, das geht rüber auf die Mannschaft, ne? Wir gehen rein in Hälfte 2. Erstmal unverändert. Und dann gucken wir mal, ob wir doch noch das ein oder andere Tor hier erzielen können. Nehmen jetzt. Jetzt mal eine gute Flanke. Las Palmas jetzt. Munoz. Cardona. Wieder Cardona über links, ganz frei. Oh. Das war ein guter Schuss mal, aber es gibt Abstoß. So, knappe Stunde gespielt. Nur mal gucken, dass wir jetzt meine Auswechslung vornehmen. So, was haben wir hier? Saliakis spielt ein gutes Spiel. Hauke Wahl, selbstgefällig, spielt ganz okay. Nemeth desinteressiert. Körpersprache. Lars Ritzka spielt ein gutes Spiel. Smith, Hartl, Bocalfa spielt ein gutes Spiel. Sinani spielt beeindruckend. Auch Note 9,6, ne? Richtig gut.
Saad gefällt mir eigentlich auch recht gut auf links, muss ich sagen. Von Eggestein kommt recht wenig. Den können wir jetzt mal rausnehmen. Da bringen wir mal Armin Yiddu vorne rein. Das würde mich mal interessieren. Wir bringen doch mal Afolayan für Saad. So, bestätige Wechsel. Und weiter geht's. Oh, nächste Möglichkeit hier. Von Bukayfa. Guter Schuss. Gute Möglichkeit. Gibt Eckball. Hartl. Geklärt. Und Afolayan das erste Mal am Ball. Und es gibt nochmal Ecke. Die 60. Minute ist gleich durch. Eckball. Ball ist noch heiß. Sinani, Afolayan und Sinani. Und jetzt mal wieder Las Palmas über Cardona, der sehr oft im Ballbesitz ist. Gute Flanke, aber der Kopfball war zu schwach. Gar kein Problem für Vasili da, ne? Munoz jetzt bei dem Freistoß. Oh, der war gar nicht schlecht getreten, ne? Der war gar nicht schlecht getreten. Aber an den Pfosten. Smith gefällt mir auch richtig gut da im zentralen, im defensiven Mittelfeld. So, knapp 75 Minuten gespielt. Die letzten 15 Minuten reguläre Spielzeit laufen. Wir können noch mal reingehen, gucken, ob wir doch noch mal einen Wechsel vornehmen. Wir könnten ja auch mal jetzt hier Turchan bringen auf der linken Abwehrseite für Ritzka. Zwickala könnten wir noch mal bringen, ne? Innenverteidiger, ne? Bringen wir für Wahl, gefällt mir extrem gut, ne, eigentlich. Nehmen wir Nemeth noch mal raus. Die letzten 10, 12 Minuten. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Super gemacht. Bukayfa. Carlo Bukayfa zum 4:0. Das war super gespielt auch, ne? So, Taktikänderung? Nein. Wir bleiben so. Ich wüsste nicht, was wir hier ändern sollten. Ich bin auch kein Freund davon, die Taktik im Spiel zu ändern, ehrlich gesagt. Wir spielen hier unser Spiel von Anfang bis Ende durch. Und das hat sich hier auch bezahlt gemacht, ne? Wir haben ein komplett anderes Spiel gesehen als im ersten Test. Von daher bin ich wirklich sehr zufrieden mit der spielerischen Leistung, aber auch mit den taktischen Leistungen hier. Wir haben nichts zugelassen. Ja, und jetzt ist das Spielende auch da und wir gehen hier völlig verdient mit 4:0. Und diesem Sieg gehen wir hier verdient vom Platz. Ja, bester Spieler war Sinani, der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Drei Tore erzielt hat. Ganz, ganz stark aufgespielt hat hier. Armin Yiddu hat mir auch wirklich jetzt gut gefallen, ja. Die Spielminuten, die er drin war. Bukayfa auch im zentralen defensiven Mittelfeld gut gestanden. Hinten haben wir gar nichts zugelassen. Die Viererkette gut gespielt. Vasili ein, zwei gute Szenen gehabt. Das war super, ja. Und Saad hat mir auf links auch eigentlich ganz gut gefallen. Wir gehen in die Kabine und sagen, ich bin zufrieden mit der Leistung. Das war größtenteils das, was ich zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung erwartet hatte. Super Ergebnis und super Auftritt von euch, sagen wir einfach das. Geht auch gut über auf die Mannschaft, muss ich sagen, auf die Spieler, die gespielt haben. Ne? Schien sehr glücklich, sah begeistert aus, sah extrem begeistert aus. Dieses 4:0, das gibt uns Selbstvertrauen für den ersten Spieltag gegen Kaiserslautern. Ne? St. Pauli fegt Las Palmas vom Platz. So, U19 mit einem Unentschieden, aber Bobtje spielt gut. Okay, gucken wir uns mal kurz an. Im Sturm, junges Talent. So, was haben wir hier? Rechtsverteidiger, Alimov. Okay, unentschieden ist besser als eine Niederlage, würde ich sagen. Ne? So, okay, dann wären wir schon so weit, dass wir uns noch mal ein bisschen mit der Mannschaft beschäftigen. Ne? Und deswegen werden wir hier noch mal Mannschaft in die Übersicht reingehen. Idealposition. So, wir müssen gucken, dass wir nicht zu viele Spieler hier in der ersten Mannschaft haben, ja, weil ich will einfach nicht, dass zu viele Spieler auf der Tribüne oder halt auf der Bank versauern, sozusagen, ne? Deswegen sollten wir schauen, dass wir auf jeden Fall auf jeder Position doppelt besetzt sind. Dann ist das auch okay für mich. So, was ich jetzt hier schon mal sehe, wir haben einen Innenverteidiger zu wenig. Also klar, die könnten auch, nee, das sind Außenverteidiger, ne? KFV, die Vorliebe des kompletten Flügelverteidigers ist die Offensive, ist ein Flügelverteidiger. Zentral, zentral. Ja, wir haben nur drei gelernte Innenverteidiger, ne? Oder Halbraumverteidiger. Da bräuchten wir auf jeden Fall nochmal einen. Da sollten wir in der zweiten Mannschaft mal schauen, dass wir da nochmal einen rüberholen. Ansonsten links haben wir zwei, rechts haben wir zwei. Das ist okay. So, defensiv haben wir drei. Ach ne, Zwickala haben wir ja noch als Innenverteidiger. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall vier. Das passt dann. Dann haben wir defensiv Smith und
Sven Mende, der mittlerweile auch schon 29 ist, ne? Da müssen wir mal gucken, weil ich sage mal, da könnten wir auch, aber den haben wir auch auf der Transferliste gepackt, ne? Da könnten wir auch auf der Position vielleicht auch einen aus den eigenen Reihen noch hochholen. Mal schauen, der ist halt auch von der Fähigkeit und vom Potenzial nicht ganz so stark. Da gucken wir mal. Auf jeden Fall defensives Mittelfeld, das merken wir uns schon mal. Zentral haben wir zwei Positionen zu vergeben. Da sind wir auch gut besetzt. Da haben wir mit Bukalfa, Hartl, Irvine und Metcalfe haben wir da vier Stück. Das ist erstmal in Ordnung. Irvine, der kommt ja jetzt auch demnächst zurück. Dann haben wir links, rechts. Da haben wir auch vier Spieler, ne? Sinani, Afolayan, Gwang-in und Saad. Lee, hatten wir den eigentlich, den hatten wir doch auf der Transferliste gepackt, ne? Ne, kein Status gesetzt. Achso, Leihstatus, genau. Leihvertrag möglich. Und der ist auch in der zweiten, oder nicht? Ne, den packen wir jetzt aber mal in die zweite. Weil wir den verleihen werden, wenn ein Verein interessiert ist. Also, wir müssen auf jeden Fall da nochmal schauen, dass wir für die Rechtsaußenposition nochmal einen aus der zweiten Reihe hochholen. Also defensiv und für Rechtsaußen. Im Sturm sind wir sehr gut besetzt, obwohl Amenido kann auch rechts spielen, ne? Der könnte auch Außenstürmer spielen. Im Sturm haben wir auch wirklich gute Leute, aber eigentlich möchte ich ihn vorne spielen lassen mit Eggestein zusammen. Albers, 33 Jahre alt, eigentlich könnte man den auch abgeben. Transferstatus auf die Transferliste. Bestätigen. Ach so, 170.000 Marktwert. Machen wir mal 500k, mal gucken, ob sich da jemand meldet. Adam würde ich auch gern in die zweite Mannschaft erstmal verschieben. Wie gesagt, Amendido und Eggestein sind so erste Wahl im Sturmzentrum. Albers ist auf der Transferliste, haben wir gerade draufgepackt, genau. Und Maurides haben wir hier noch. Der Ergänzungsspieler, der Brasilianer. Hat aber ordentliche Werte, der bleibt erstmal in der ersten Mannschaft. Auf jeden Fall rechts außen. Und defensiv, da werden wir hier nochmal gucken. Morera spielt da natürlich richtig in die Karten, ne? Also, das ist auch wirklich ein Talent, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, ja? Der kann rechts sowie links spielen und den werden wir auf jeden Fall in die erste Mannschaft holen. Morera, so, in den Kader verschieben, genau. Dann haben wir hier noch Medic, ne? Aber warum ist der jetzt in der zweiten Mannschaft? Da hätten wir ja schon denjenigen, der auch defensiv spielen kann. So, dann haben wir es ja auch eigentlich schon. Aremu wird uns verlassen. Merke, der ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Tolles Talent. Gute Werte im Passspiel und Tackling. Aber ich denke, so passt das. So sind wir auf jeder Position doppelt besetzt. Und dann bin ich auch zufrieden, muss ich sagen. Also, ich verstehe nur nicht, warum man diese Spieler jetzt hier immer noch sieht, die wir eigentlich ja in die zweite Mannschaft gepackt haben. Das ist mir irgendwie noch so ein Rätsel, muss ich sagen. Oder müssen wir das hier einstellen? Ja, da muss ich mich nochmal offscreen beschäftigen. Aber sonst steht eigentlich der Kader der ersten Mannschaft, ne? Und ich denke, wir haben da wirklich auch einen guten Kader. Ich denke, wir können gut auch in die Saison starten gegen Kaiserslautern. Da bin ich wirklich mal gespannt, was das Spiel, das Eröffnungsspiel hier hergibt. Das Ganze werden wir in der nächsten Folge natürlich machen. Und auch vielleicht das Spiel gegen Düsseldorf müssen wir mal gucken. Und dann folgt ja auch schon die erste Runde im DFB-Pokal, ne? Da bin ich mal gespannt, ja? Also das war wirklich ein gutes Spiel heute gegen Las Palmas, da bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder am Start seid, natürlich. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch einen tollen Tag und ja, sage einfach bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao.